Yeah. Aspen, you're alive. Don't be scared, little man. I'm coming. Yeah, Mummy is coming for you. She is. Und mich wundert gerade, warum das Bachel vom See wegrennt und nicht zu weh. Kommt mir gerade recht seltsam vor, aber okay, das bin wahrscheinlich nur ich. Grüß euch, Weile wieder da. Wir sind in der mittlerweile dritten Runde von Thrudowitz, einem norwegischen Gruselmeisterwerk, das sie um skandinavische Mythen und Volkssagen trat. Ja, und wir haben da einen weiteren Reflektor gefunden vom Espen, den Eichhörnchenreflektor. Den hängen wir jetzt auf. Nimmt sie mit, ja. Und mir ist eingefallen, da auf der Flucht vom Nockenfocker. Nein, nur Nocken. Vom Nockenfocker-Elixier Nocken. Da war ja. Da ist ja irgendwo in der Höhle auch noch reingegangen. Und wo ist jetzt eigentlich der Nocken? No Nocken anymore. Ist wieder tauchen gegangen. Da ja. Ich weg gescheiter. Under the sea. Was ist das? Ein Ameisenhaufen in Menhirform. Interessant. Sogar die Ameisen haben einen Lochfetisch in der Welt. Ja genau, das Ding. Da wollte ich hinschauen. In der Hoffnung, dass du kein Unglück geschieht. Das ist ein Tier. Ah ja, jetzt sind wir bei einem Riesen daheim. Lichtenstein. Eine offene Kiste, was ist das? Goldmünzen, Gold. Coole Sache, Parker, was ist das? Troll Spatula, other tales. Cannot eat more porridge, said the troll. Da gibt's es ja so eine norwegische Volkssage, wettet einen Esswettbewerb mit einem Troll. Dann frisst er die nicht, wenn du einen Esswettbewerb gegen einen Troll bringst. Das ist alles relativ groß da. Der zivilisierte Troll. Hübsche Höhle mit einer Tür. Gemauert. Kistel, wo er sein Gold aufbewahrt. Und ich stehe mittendrin. Und wenn er kommt, dann werden wir das machen müssen: einen Esswettbewerb. Eating Contest. Da irgendwas grennt. Das gesehen? Haserl? So irgendwas? Ja, genau. Das ist jetzt die Espen. Espen Bridge. Is falling down. Aber man kann sich zumindest sicher sein, wir sind am richtigen Pfad und das ist ja auch der einzige. Ich finde es eigentlich schade, dass es nicht so richtig finster wird, aber hey, Norwegen. Mitternachts. Pseudo-Mitternachtssonne. Und jetzt willkommen am Gartenzaun. Ups. Tu es weg. Kann ich speichern. Und zum Lesen gibt's auch was. The water, something in the water. The water, something in the water. Ja, das wird heute der Nocken sein, nicht? Das wissen wir ja da eh schon. Bedrohlich raschelt das Glauch. Da hängt einer.
Das ist aber gar nicht gut, vor allem der schaut frisch aus. Nö, das ist gar nicht gut, das mag ich gar nicht gern. Eine Hundehütte hat er auch, das mag ich noch weniger. Da geht's da rein in die Hütten. Noch eine Hütte. Wieder der obligatorische Korb, der Topf, die Schüssel und der groß nicht mehr. Pickup, was ist das? A witch. Askelat nennt der Prince Brothers. I found a witch. Was dieser Askelaten alles findet. Und natürlich der Helm. Eh klar. Oi. Naja, so frisch ist er dann auch wieder nicht. Und das kommentiert sich gar nicht. Erstaunlich. Aber wunderschöne Aussicht, inklusive Gehängter auf dem See, muss man schon sagen. Also schier ist da auf gar keinen Fall. Das ist mal so steht fest. So, da gibt es ja noch mehr. I'll not let you put us all in danger. Devil take you, you craven bastard. Oh, let me go, coward. Why let me go? Hello? You hello? Your horn. Wow. Das klingt nicht gut. Das klingt gut. What the hell? Hello? Oh fuck. Gurgeln heulen noch kehrt, aber sonst hat er schon länger verlassen aus. Okay, to Ingrid, notes. Ingrid, my darling, I've done something terrible and have shamed you and myself. I wanted to fight for you and make you safe. I know it was a foolish notion and your father saw it true. Set out to try to stop old Eric, before he could come to claim ye, but ye done meant to stop me. Yeah, done meant to stop me. I cut his neck and he bled out. I can't wait here for Eric to take ye, I can't. And I'll never earn forgiveness from ye or the gods, but I'm leaving. Don't be scared, my sweet girl, don't you search for me. Mayhaps ere long we'll raise the sails and join your father upon the lovely ocean once more. With love, your mother. I cut him. Wasn't even set out to try to stop old Eric before he could come to claim ye, but yet. Dad meant to stop me. I cut his neck and he bled out. Okay, jetzt habe ich es kapiert. The father... But they were here. I heard them. This paper is so old. Ja, eben. Gut, aber die Leiche schaut ja nicht wirklich alt aus. Und das ist der Typ, dem hat die Gurgel durchgeschnitten. Weil er verhindern wollte, dass die Mami loszieht. Was sind das? Steine am Faden. Ach so. Das ist zum Webstuhl. Das Skandinavische. Ja. I heard them, they were just there. Also, noch einmal. Fatih will nicht, dass Mami loszieht, um Eric abzumurksen, damit er nicht die Tochter holt. Und er will sie aufhalten und sie schneidet ihm dann die Gurgel durch. Gurgel. Raue Sitten. Wikinger halt. Ah, die Schildecke. Wo die Schilde wohnen. Und wir lesen wieder.
I'll be waiting. Harbrat ne'er returned from his hunting this eve. That cursed troll took him. I know it. Oh, Harbrat, always sneaking into the horrid creature's hole to pick at bounds and steal rotten furs he with. Troll's too slow and stupid to catch me, Hafen says. But rare is the day he returned so late. And now I sit here hungry and lonesome and wonder from whence my next meal will come. Ye fool, Harbrat. Und ein Lipperl drauf. Lippenstift nämlich. Na eh klar, ne? Das ist... Gott, Alter, was für ein beknacktes Detail. Freunde, Wikinger hatten keinen Lippenstift. Auch nicht die Mädels. Naja, aber das Hauptproblem da, in dem Dorf, scheint auch der Eric, der Old Eric zu sein. Dorf ist gut. Ein Hitten, zwei Hitten, drei Hitten und einer hat sich aufgehängt. Wieso hat sich der aufgehängt überhaupt? Was für ein Mensch. Ah, da geht's nur so noch ein Haus. Na, nur noch eine Hütte. Und nicht vergessen, watch it, something's in the water. Ein Steg, der nicht begehbar ist, sowas hast du aufs Blut. Dann sollen sie nicht einbauen, wenn sie nicht begehbar machen, ehrlich. Das ist die Hütten, wo der Gehängte hängt. Ich kann nicht glauben, dass ich da nichts machen kann. Da nichts lesen kann, dass da nichts gibt. Wenn schon mal ein Leichen was umhängt. But nee. Okay, gehen wir weiter. Ein Gartentitel. Also ich darf mir wieder anscheißen. Die Raben krächzen, die Eulen. Was ist denn Eulen auf Deutsch? Sie Uhun. Der Hut. Oder sonst Kauze. Ich muss zumindest krächeln. An. Was ist das? Fenrir. Hm? Die Frage ist, warnt mir das? Nein, das, die Zeichnungen oder die Runen da, finde ich, die haben mich vorher noch nie vor irgendwas gewarnt. Das ist so groß, oder? Die muss ich wieder. Bedrohlich. Thank you.
war das? What the fuck was that? Zu Hilf! Naja, wie gesagt, das Wasser ist eigentlich nur dann schön, wenn man nicht hinschaut, wieso sie das nämlich vollkommen statisch, die Wellenstruktur und noch dazu durchzogen unter der Oberflächentextur. Schön langsam. Ist nur aus der Entfernung hübsch. Flying fuck was that? Da ist jetzt auf einmal komplett finster geworden. Shit, was geschieht hier? Ladestand. Und ich hab schon gedacht, das gehört zum Spiel. Ein weiteres Mysterium, aber nein. Was ist jetzt da keiner mehr zurück? Tatsache. Jetzt ist er als Abendrot weg. Jetzt ist es richtig finster. Jetzt ist es richtig Nacht. When Espen was younger, his father did something terrible. To Espen, to me, to himself. I was left all alone with a child I couldn't confide in. He didn't give me a chance to say I was sorry, and I never forgave him. But in the forest, I was alone again, desperate for the person I loved the most. And right then, I could almost understand why Espen's father did what he did. Ja, dass das Ganze wahrscheinlich einen psychologischen Hintergrund hat. Das haben wir eh schon fast gedacht. So gelassen, so seltsam, so Night M Night Shyamalan mäßig, wie die drauf ist, die Tante. Shyamalan. Ich werde mir seinen Namen nie merken. Der See hört ja auf. Ah, nicht mehr, wie groß ist denn das Ding? Ein Wahnsinnsteil. Licht in der Höhle. What the fuck? Oh Gott. Forsborg, Niflung. Miss Children. Left out in the deep of the woods, far away from Eric's reach. Taken by something else. Black marks appearing to be tar can be found on the cloth, most likely taken in the Haldra. In by Haldra, to live with the Haldra people. Und was sind die Haldra und was passiert da jetzt?
Troll. Was geht da ab? Ich muss hier raus. Haldra. Ich hab das jetzt mit oder was? Children left out in the deep of the woods, far away from Eric's rage, taken by something else. Black marks appear to be tar, can be found on the cloth. Most likely taken in by Haldra to live with the Haldra people. Yep. Entschuldigung, wer auch immer die Haldra people sein mögen, die Geschichte kennen jetzt zumindest. Haldra kommt irgendwie bekannt vor, aber ist man nicht wirklich geläufig, die Sage. Dürfte aber auch nichts, nicht gerade was Schönes sein. Jetzt natürlich irgendwo der Ursprung von dem Rumpeln sein, das in der Höhle gehört hat. Ja, Struktur. Ich hab so auf Struktur. Was ist das? Kaputtes Haus? Ja. Kaputtes Haus. Aber auch eine Hängebrücke. Und da ein Riesenschluf im Prinzip zwischen Hängebrücke und Zaun. Die kann trotzdem nicht vorbei, so ein Dreck. Naja gut, man lässt mir keine andere Chance. Keine andere Wahl, Entschuldigung. Gehen wir halt über die Hängebrücke. Shit. Schattensicherer. Irgendwas Großem. Ah, da hinten ist er ja schon. Scheißen. Fuck it, little dude. Und wer ist der? Wie weit kommt der da? Wenn der sitzt? Das ist ein Sitting Troll. Das ist ein Sitting Troll. Mal schauen, wie es hier ist. Hier schauen wir da. Ich glaube, er sieht mich. Ich glaube, er sieht mich nicht. Dran. Also die Geräusche sind wirklich hier. Ich wundert nur, dass die immer noch ein Auge haben, die Kollegen.
sitzt er wieder. Das ist ja lieb, dass er der hier sitzt. Winkelt die Gegend anschaut, dass er weitergeht. Da. Ich mag in die Trollhöhle rein. Wahrscheinlich nicht die schneidigste Strategie, den Typen auszuwarten. Aber wie gesagt, ich tat gern da eigentlich an ihm vorbei wieder in Richtung Trollhöhle abfliegen. Und irgendwie klingt er recht mitleiderregend. Das tut einem echt permanent irgendwas weh. Oh, weh, oh, weh. Wenn wir jetzt losgerannt waren und voll erwischt eingerannt. Der kommt jetzt nicht auf die Idee, dass er umdreht und in seine Höhle geht. Die Höhle schaut grad ziemlich gleich aus wie die andere. Und unglaublich praktisch, dass jede Trollhöhle mindestens zwei Eingänge hat. Sehr praktisch, sehr, sehr praktisch. Gut, dann gehen wir halt. Ich hab eigentlich eh nichts gesehen da drin. Gehen wir auf wie zum Lichti. Wenn der da seine Runden zirkt. Von gewisser Licht, halt ihr so fest. Halt ihr so fest. Mama, Mama. Dafür? Geht nicht. Gut, dann halt da durch. Das war entweder der zweite Troll oder der eine Troll hat zwei Höhlen und wechselt sie mit der Nachtwache an. Da ist das nächste Licht. Das gefällt mir nicht wirklich, wenn irgendwer bei meiner Ernährung sagt, shh, it's coming. Auf der anderen Seite das kann zwei Sachen heißen. Falle. Hello? Is someone there? Please. Falle oder Angst? Zwei Möglichkeiten. Angst wäre mir lieber. Jetzt bin ich der Erik. Reden Sie keinen Scheiß. God damn it. Talk to me. Come out. I heard you whispering. Überraschung. Da ist halt auch keiner drin. Hey, stop. I just want to talk to you. Irgendwelche Clues, irgendwas? Na, komplett gleiche Hitten, alles gleich. Drei verschiedene Einrichtungsgegenstände, wie gehabt. Und mehr ist nicht. Drüber. Ich kann da jetzt mal drüber gehen, was ist denn das?
Man stell dir mal vor, man wohnt da in der Hütte im Wald und auf die Nacht hörst die Geräusche, so wie es der Troll macht. Also da kriege ich auch die Krise, ganz ehrlich. Ich kann da nicht umtippen, aber dann, mein Scheiß. Da kann ich auch nicht umtippen, aber dann. Das andere Tier, die ich übersehen habe. Nein. Ja, nein, nein, hier will ich nicht wohnen. Und da irgendwie die ganze Nacht so durchgurgelt. Raubt das den gesunden Schlaf? So viel steht fest. Weg von da, bitte. Ja, irgendwie glaube ich ja, dass der Troll, weiß ich nicht, einen Stachel in der Pfote hat oder so. In Wirklichkeit ein voller Lieber ist. So, und jetzt sind wir in Verwirrthausen. Wie? Gisle. Das ist der Gründer von Verwirrthausen. Verwirrtinkten. Was lesen wir? Herd Notice works the herd. To all able-bodied men and boys of age, hearty and scold rain in the tunnels is soon to be over. We plan to, trap the wargs in the ravine up in the mountain pass. Every man and boy of age is together by the door in Vidarbis for dawn, 2 days from the next moon. We shall lure the beasts to the ravine with offal and seal the doors on the foul brothers forever. Failure to lend your hand will be punishable by the red iron. Forsburg Hirt on behalf of Jarl Geir Mirskek. Der Jarl. Da haben's Wargen. Sind Wargen Werwölf in der skandinavischen Mythologie? Aber Werwolf ist doch schon mehr oder weniger skandinavisch. Hey! Open the door! I need to find my son! God damn! Where's my son? The children are gone, Eric. All gone. I'm not Eric. I think he has my son. Who is he? What's he going to do? If Eric has your son, Wanderer, there'd be no hope for him. Now get you from my door! Urgeil, wundert sie sich. Ja, die Tante hat schon Nerven.
Ja, da bin ich jetzt gespannt. Schaut, da haben wir einen Rundling. Der ist wahrscheinlich durchs Dach gekommen, kann man vorstellen. Wird wahrscheinlich ein Troll damit geworfen haben. Weiß man ja, Trolle schmeißen gerne mal mit Fößbrocken. Das was Neues? Nein, zwei Schwerter an der Wand. Meine Güte. Achso, da geht's auch nicht weiter. Na gut, dann machen wir da mal die Runde. Ich glaube, die haben sie entweder alle aufgehängt. Da hängt noch Rotten Meat. Was war das einmal, Schaf? Wahrscheinlich. Warum sind da drin nix? Hören du was? Sehen nicht. Widerliche Geräusche, echt widerlich. Fleischhockergeräusche, hä? Das klingt nicht gut. Das Blöde ist, man sieht eine und man sieht gar nichts. Im leeren Raum halt. Da bin ich gekommen, stimmt das? Ja, da war ich schon. Bin links weitergegangen und rechts ist da die Butchery. Und warum sagt sie dort nicht Hello? Die Geräusche sind überhaupt nicht cool. Überhaupt nicht cool. Okay, das ist wieder das Haus mit dem Trollbeschuss. Das ist der verbrannte schon mal cool. Na, da haben wir ja wieder was. Missing daughter, villager tales. Curse that old bastard Eric. Cursing. Jorun was missing this morning. Must be him. Looked down the well and by the bridge, but Jorun was always afraid of the water. Found footprints outside the window, more inside by Jorun's cot. Bastard's nearly 5 years early. Why? What would possess him? The thought of my little girl being dragged up that mountain to face such a fate. Villagers gathered and agreed the wolf must have managed. The wolf must have managed, this word Kennedy, sorry, on his bargain. Fiendish beast must crave more children to sate its cursed never-ending hunger. And we're to allow this injustice. We must. We're powerless to stop him. They pleaded him. They pleated powerless. Ja, teilweise kommt mir vor. We're powerless to stop him. They pleated powerless. Ich hab keine Ahnung, was da noch meint. The manfolk said, 'tis all for the greater good. Spattered their feet and bid farewell to the whole cowardly brood. I can stand to look at Eric's house on the hill no more. I can stand, ja, aha, okay, der wohnt da irgendwo. Eric's house on the hill. Might have been like this. Oder sie over here. Ja, hier. Das haben sie wieder schön gekriegt. Das sprudelt richtig schön wassermäßig, das gefällt mir.
Oh, thank God. Hello? Excuse me? My son's been taken and I just... Oh, you're too late, bastard! Too late! It's done! I'm looking for my son. An old man with a white beard took him, and I think they came this way. Please, have you seen them? It's done! Don't you see? You whore son! You shan't take her from me now, Eric! You shan't take her! So, Dintel, der Typ schaut halb verwest aus und der hat ein Skelett im Arm. I'm not Eric. I won't touch your daughter. Who is he? Does he have my son? Please, I need to know. The wolf! You simpering bitch! The wolf! The bastard was to take my little one to appease the great wolf. But I sent her on with a kiss. I sent my little girl on. Oh my God. Please don't tell me that's your daughter. Look what you made me do! Look at her! You hateful bitch! My baby! My beautiful mom! Oh Christ, no! I had to do it! Tell me I had to! Bastard! Bitch! The wolf will never accept a child so cold! Please. 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 Ja, kommt ja alles nur auf den zweiten Blick komisch vor. Und das finde ich aufs erste Hinschauen und auf den ersten Blick extrem komisch. Gibt es da noch was zum Nachlesen? Da haben wir was. Pottery Shard, Askeladd, nennt der Princess, Brothers, I found a shard of pottery. Aber geh. Okay. Nein, ist es wahr. Er bleibt sitzen, er verschwindet nicht und nix. Schaut euch die Hände an, schaut euch den Hals an, schaut euch die Augen an. Das schaut nicht gut aus. Aber ihr kommt erst noch dreimal fragenseitsam vor. Nu jo. Da hängt wieder Reflektor, aber... Bevor wir uns den Reflektor holen, schlage ich vor, wir gehen noch einmal auf hier. Lassen den guten Mann einen guten Mann sein. Den Zombie mit seinem Zombie-Baby. Stört nicht weiter. Und schauen da noch weiter. Weiter geht's ja schließlich. Ah, noch um mich. Nein, da geht's eben näher noch um mich. This is Rex Bridge. It is no more. Okay, gut, da müssen wir unten rum. Passt eh. Da hängt der Reflektor. Und jetzt sagt er nichts mehr. Na, ich meine, das Skelett schaut ja auch mehr als seltsam aus. Aber, okay. Wird. Wollen wir mal nicht so sein, ne? That village and that man, that poor man. My heart was aching for Espen, but after I left the village, my heart started to harden. Warum? I was still frightened and scared. I felt small and alone. But I was also angry. This man, Eric, had taken my son. He lured Espen away while I slept,
and it wasn't the first time. He had poisoned the whole island. He was dangerous. I didn't know what I would do when I caught up to them. I just knew I wasn't going to let this man take one more child. So. Theorie? Hallo. Ja, nimm's. Theorie, das Ganze ist nur Fantasie-Overlay für irgendwas Furchtbares, was sie selber da hat. Weil sie eine Psychose hat, eine massive, nachdem sie der Mann umgebracht hat. So irgendwas, nehme ich mal auf. Und der Sohn, der Eric, der wird im Kindbett gestorben sein, der Aspen, so, wird im Kindbett gestorben sein oder Social Services hat mir weggenommen oder so irgendwas. Und deswegen auch die Tonbandaufnahme, die man hört, statt der Erzählstimme. Das ist so eine Aufnahme, eine Sitzung, ein Verhör in einem Irrenhaus oder bei der Polizei. Ja. Und diese Zauberinsel, das ist ihr Fantasiewelt, in die sie geflüchtet hat, nachdem sie das Kind umgebracht hat. Und die Insel ist symbolisch für alles, was schlecht ist. Ne? Alles, was sie kennt, alles, was übel ist. Trolle. Und gab's wieder was zum Lesen? Warte, zerst mal auf. Der Old Eric. Das ist vielleicht symbolisch für ihren Ehemann. Dem sie die Schuld gibt. Hängt schon wieder einer. Schaut auch komplett gleich aus wie die erste Leuchtungszinge. Vielleicht sagt sie ja da was, das sind alle unglaublich feingliedrig. Lange, dünne, clownartige Finger, lange, dünne Extremitäten. So, und jetzt sind wir endlich da herum. Ist das? Bist du das Haus von Eric? Oh Gott. Naja, alle tot. Alle tot und alle schauen gleich aus. Alle schauen gleich aus. Sie haben genau zwei Modelle. Eins für Weibeln, eins für Mandeln. Ah doch, der schaut anders aus. Das ist ein Krieger. Der da hängt, schaut anders aus. Das muss der König sein. Wie sind der da hingekommen? Wie sind die da hingekommen? 10 Meter unter dem Dachstuhl. Why? Vielleicht hat er sie aufgehängt, sag ich mal. Hm? Kann es sein? Sehr, sehr gut möglich. Ja, und sowas wird einem dann nämlich am Schluss als große Enthüllung präsentiert. Und in Wirklichkeit sieht man es eben meilenweit im Nebel und in der Nacht käme. Feast and Death, Villager Tale. Tonight shall hold both joy and sorrow. A rotten isle is finally scoured of children, kept mine own two babes. Eric and his accursed wolf have near rid us of our little ones. We are all aware of the fate that awaits us, those who have failed to uphold the wolf's bargain. Today we shall hold a feast for all who would attend. We will be merry and share warm company and make the gods proud of us once more, if the fools ever were.
When we are too far in our cups and be feared, we shall all take a dram of poisoned mead, for there is surely nothing left for us here any longer. Mine own family I shall hang from the beams. The bastard shan't feed my little ones to the foulest creature of all the nine worlds. Mine family honor shall never be so stained. May the gods forgive us cursed fools, and may we drink and be merry ever onwards, skull. Prost! Feed his children to some creature. He couldn't have meant it. Child sacrifice? Oh my god, Espen, I have to find him! Das ist ein Kühlhaus. Was soll das sein? Ist das wieder ein Erdkeller? Nein. Beware the herd. Where Haldra stalks these grounds, Bitch will feed on anything she can catch. If you must pass, keep the torch burning always. Cursed creature hates the light. The herd. Soll ich dir wieder zumachen, bitte? Naja, und außerdem wollte ich da ja gar nicht durch. Ich meine, eigentlich, naja, warum nicht? Das ist dann schon, aber ich bin ja eigentlich nur auf der Seite vom Bachel, weil man da die Metalle anschauen wollte. Wo übrigens durch die Wand irgendwas gekommen sein muss. Sind wir da jetzt richtig beim Buckel? Ja. Und da geht's unten gar nicht weiter, da geht's einfach nur einmal im Kreis, oder? Schaut so aus. Da schaut's Wasser wieder gut aus. Wie gesagt, da ist eine Frage der Perspektive in dem Spiel. Ja, weil da geht's nämlich auch noch weiter. Schauen wir mal da entlang. Das ist Ratasök. Eichhörnchen an der Wurzel der Weltesche Yggdrasil. Und oben. Das ist wahrscheinlich Odin, Freya, Thor. Das ist. Da oben. Asgard. Was ist eigentlich. Muspelheim ist die Höhe, oder? Ah Gott, ich weiß nicht mehr. Muspelheim. Dispelheim, Asgard. Wo sind die Menschen daheim? Muspelheim ist, glaube ich, das sind die Riesen und alles Mögliche. Aber meine Güte, man verblödet ja wirklich, wenn man nicht kontinuierlich liest, so Sachen. Also, keine Ahnung, der Muspelheim. Hm. Na gut, dann gehen wir halt jetzt mal oben aus See und schauen, ob wir die Huldra fest erwischen.
Und natürlich war wieder mal ein Speicherpunkt gut. Das war eigentlich vorher schon gut gewesen, um die Episode abzusprechen, aber was soll ich machen, wenn nichts kommt? Selber speichern kann ich nicht und eine Stunde zusätzlich durch die Gegend rein interessiert mich nicht. Von der Struktur her wieder komplett gleich wie im ersten Dörfer. In Mürkstadt. Komplett gleich. Na gut, we need to pass, then let us pass. Und die Huldra werden wir als Fisch anleichten, wenn es kommt. Es ist Licht und Mag. Sterndal wäre immer größer, kommt dafür. Schön. Forsburg, sehr gut. Und Wesen mit rückwärtige Knie und Schwänzen. Was kann das sein? Ich würde sagen Satyren, wenn wir in Griechenland waren. Das sind wir aber nicht. Forsburg. Das sind wir aber nicht. Also lassen wir uns überraschen. Und zwar das nächste Mal. Wenn es wieder heißt, auf den Spuren von Espen durch den Wald mit der Tante, weiß ich nicht, Ingrid. Brünnhild. Wir fallen auf die Karten jetzt keine nordischen Vornamen mehr ein. Larsons Dottir. Aber das ist ein Nachnamen. Ich wünsche euch, bis es wieder soweit ist, eine gute Zeit und ein gutes Spiel. Hoffentlich schalten sie wieder ein. Und bis dahin, fertig, wie gesagt, weil ich mal erst wieder out.